Industrie 4.0 ist ja eine Revolution, die wir ankündigen und die jetzt schrittweise durchgeführt wird. Das heißt, es ist eigentlich eine Evolution. Man kann sagen, von dem Konzept her ist es wirklich völlig disruptiv, weil es ganz neu ist. Aber wir können natürlich nicht alle Fabriken abreißen, das wollen wir auch nicht, und jetzt neu aufbauen nach dem Prinzip, sondern schrittweise führen wir die Technologie ein und das klappt auch ganz gut. Die wesentliche Idee bei Industrie 4.0 ist, dass wir den Produktionsprozess, wie er bisher ablief, auf den Kopf stellen, indem nämlich der entstehende Rohling den Maschinen sagt, wo es längs geht. Das heißt, wir haben nicht mehr eine zentrale Steuerung in der Fabrik, sondern das Ganze ist verteilt, dezentral. Wir sprechen von cyberphysischen Systemen. Cyberwelt, das ist ja die Welt des Internet. Und physisch, das sind ja die konkreten Dinge, die in der Fabrik erstellt werden sollen. Das Neue ist also, wir bringen das Internet in die Fabrik rein und wir können damit Unikatproduktion machen, das heißt die Losgröße 1, also individualisierte Produkte, das ist ja der weltweite Megatrend, herstellen. Ein entstehender Rohling, nehmen wir zum Beispiel das Chassis eines Autos, das hat einen kleinen Chip drin. Auf diesem Chip steht die Information, in welcher Farbe beispielsweise dieses Auto lackiert werden soll, welcher Motor in welcher Stärke, Diesel oder normal, eingebaut werden soll und welche Extras dieses Fahrzeug dann später aufgrund des Kundenwunsches haben soll. Und die Kommunikation läuft dann so, dass zunächst mal aus diesem Chip ausgelesen wird, was will das Auto alles? Und dann gesucht wird, welche Maschinen, die diese Leistung erbringen können. Wir haben verschiedene Lackiermaschinen beispielsweise. Die melden sich dann und sagen, ich bin frei, ich kann das gerne machen, komm doch mal zu mir, ich werde diesen Service erstellen.